Dum-dum-dum-dum. Wer hätte gedacht, dass ich das heute noch anfange? Ich! Oh, schon wieder einstellen. Oh, Mann! So. On bitte. Dankeschön. So. Hallo, Leute. Oh, puh. Moment. So. Ein bisschen leiser, man muss mich ja auch hören können. So, hallo Leute, willkommen zu Let's Play Tomb Raider Legend. Ja, wer hätte es gedacht? Ich werde noch einige Tomb Raider Spiele mehr LPen, aber Tomb Raider Anniversary muss ich mir nochmal neu kaufen, weil die CD total im Arsch ist. Mit Trap sollte man dieses Spiel nicht aufnehmen. Ist schlecht. Aber wir fangen jetzt mit DX Story an. Also, los. Wir sind richtig behindert und spielen auf Mittel. Und ich lasse euch das Intro genießen. Nur weil man noch keine gefangen hat, kann es trotzdem welche geben. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Yetis sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Landcroft, bitte bleiben Sie sitzen. Hier ist Bravo Tango 229. Backbordmotor verloren. Versuche, Querfuhrschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmotor reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Ruder bricht aus, verlieren an Höhe. Ja, oh, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. So beginnt die Geschichte von Lara Croft. Ich denke, du hast deine Kletterausrüstung absichtlich vergessen. Wie kommst du denn darauf? Ehrlich, Sip, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern! Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Entzückend. Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. So. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. So, willkommen zu Let's Play Tomb Raider Legend. Ich muss tatsächlich noch was in den Optionen einstellen, und zwar mit der Steuerung. Und zwar möchte ich springen, bitte nur mit Leertaste. Nur mit Leertaste! So. und ich möchte gerne Ziel erfassen, abwehren.
sehen. Ne? Hat ein Blenden, Fahrzeuge, Ziele wechseln. Manuell ziehen. Zielen. Achso, das kann da bleiben. Granate. Ja, komm, bleib da, wo du bist. Ich benutze dich sowieso sehr selten. Medipack. Mache ich da oben. PDA. Möchte ich bitte das hier. Nee, PDA kann eigentlich hier Tabulator bleiben. Waffenwechsel. Bitte die Taste. Der PLS kann da unten hin. Und schleichen kann meinetwegen nach... Ja, okay, es kann alles jetzt fast so bleiben, außer Fernglas. Fernglas kommt jetzt dahin, genau. So. So sehen wir es, wie es eigentlich sein müsste, aber das ist mir jetzt egal. Alles klar. Damit kann man gehen, damit kann man schleichen, falls man das mal benötigen sollte. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Und ja, ich habe den Grafikbug anscheinend für immer und ewig. Das hat Spaß gemacht. Er funktioniert noch, falls du das meinst. Cool. Angeblich ist er wasserdicht. Du kannst sogar problemlos damit schwimmen. Na dann. Du löst ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Seit wann isst man ein Tag ein Dingens? Haha. Keine Sorge. Ich komme auch so dahin. Ich möchte so viele Artefakte wie möglich mitnehmen. Auf den Bildschirm. Wie ihr sehen könnt, ich kenne das Spiel zum ziemlich gut. Und hier ist ein silbernes Dingens, von daher bin ich auch gleich den Weg entlang gegangen, nicht durch den schönen Wasserfall. Dann hätten wir Lara mal nackt, was war das hier von nackt, nass sehen können. Vorsicht! Tief durchatmen, Sip, sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Optimistisch sein ist schlecht. Meistens. Zu optimistisch sein ist schlecht. Sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Scheiß Amis. Scheiße, ja, ich werde es Rutland selbst sagen. Gib ihm das Funkgerät. Ich leg dich mal auf die Lauer. Du hast die Klippen unter der Ladezone gesehen. Da kommt. Weißt du, wer er ist oder für wen er arbeitet? Keinen blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Also, ganz ehrlich, wenn so alle Amis sind, Schleck Mayo, dann habe ich keinen Bock, jemals einen Ami zu treffen, ganz ehrlich. Also so einen waschechten Ami so, mit Englisch reden und so. Der würde mich sowieso nur als Nazi bezeichnen, wenn man mal einige Videos in YouTube beachtet. Zum Beispiel von LeFloid gibt es ein Video. Da sagt er, wie der in London, glaube ich, als Nazi bezeichnet wurde, beziehungsweise mit den Worten begrüßt wurde,
A Happy Exile oder so. Und solche Leute sind dann bei mir ganz ehrlich total unten durch. Und die Sounds müssen deutlich leiser machen. Damit die Wellen meine Stimmen nicht so schlimm übertönen. Und ich versuchen will, die zu übertönen. Und dann am Ende bin ich so laut. Ich schwör's dir. Und dann? Ist er dann rumgesprungen? Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Witzig. Wem hätte ich in den Arsch getreten? Witzig, hahaha. Euer Gespräch ist ja so witzig. Als er schreiend auf mich zukam, habe ich einfach nur reagiert und ihm die Kippe, zack, genau zwischen die Augen geschickt. Ihr seid ja so witzig. Wir sind diese Kerle. Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen, Ruinen zu bewachen. Genau.